Also man sieht neben ihnen, dass die ganzen, der ganze Flugplatz oder die Landebahn zerwühlt ist. Wann ist das denn passiert und wer steckt dahinter? Das ging Ende September letzten Jahres ging das los und dann haben wir auch mehrfach die Landebahn wieder hergerichtet. Dahinter stecken die Wildschweine. Die kommen in ganzen Horden nachts hierher und reißen uns den Platz kaputt. Besonders schlimm ist es natürlich bei der Landung, weil wenn da ein Flugzeug dann in diesen Bereich reinrollen würde, würde man das Fahrwerk sich schwer beschädigen und ein Überschlag wäre auch nicht auszuschließen. Insofern ist der Platz also wirklich nicht benutzbar. Das ist bekannt. Wir hatten ja auch hier im Ortsteil Könen einige Wildschweinschäden, wo dann die Anwohner geklagt haben, dass die sogar in die Vorgärten reingehen und in den Vorgärten oder in den Gärten solche Verwüstungen anrichten. Und was muss der Verein jetzt machen, um das zu reparieren? Ja, in erster Linie beabsichtigen wir unseren Wildschweinzaun gegen einen neuen Zaun, der dann auch etwas mehr Widerstand bietet, zu ersetzen. Und dann, wenn das alles fertig ist, dann wollen wir natürlich nochmal hier den Platz in Angriff nehmen und müssen dann allerdings auch einen Unternehmer beauftragen mit schwerem Gerät, das Ganze wieder herzurichten, weil das kann man nicht alles von Hand machen.